AVS Media Day. Yo, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier in diesem neuen Video habe ich für euch einen Bunker-Merch, womit ihr halt natürlich, Voraussetzung ist halt auch wie beim Avenger-Merch, falls ihr einen Kumpel habt, der eine gemoddete MOC hat oder den Flak-Anhänger natürlich auch gemoddet, so wie ich hier. Ich werde euch hier alles erklären, was ihr hierfür benötigt, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe das Ganze zwar schon auf beiden meinen oder auf allen meinen Charakteren und Spielern habe ich das Ganze schon. Und ihr benötigt halt, ihr seht es schon, ich habe hier voll die übelst krassen großen Bennys-Felgen drauf. Und hier auf dem MOC natürlich auch, der hier ist jetzt bloß extra weiß lackiert für euch. Ich werde euch nur zeigen, wie das funktioniert, ihr werdet es sehen. Also euer Kumpel braucht halt wirklich einen Bunker mit MOC natürlich und mit den Bennys Felgen und natürlich zusätzlich halt natürlich hier so den Anhänger. Ihr benötigt ihn auch natürlich als Standard. Ihr seht halt, das ist hier jetzt nicht als Standard, ich habe extra den MOC weiß lackiert, damit ihr seht, dass das Übertragen von dem Ganzen überhaupt funktioniert. Und rechts oben im Bild blende ich euch auch noch die Schritte vom Kumpel ein, die sind sehr, sehr einfach. Er hat eigentlich nicht besonders viel zu machen, er muss euch eigentlich nur in den Bunker einladen, das sind seine Schritte. So, ihr seht es links oben, ich mache das in einer geschlossenen Freundessitzung und lasst am besten ihn die Sitzung erstellen, falls es irgendwie nicht klappen sollte, mal die Sitzungen wechseln und so Standard-Sachen, sage ich jetzt mal. So, und ihr beide halt benötigt leider wirklich den einen und denselben Bunker. Welcher Ansicht das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, ihr habt wirklich beide denselben Bunker. Ich habe halt hier mit beiden Spielern den Farmhouse-Bunker und beide habt ihr MOC. Und klar, bei euch muss es natürlich, wenn ihr den gemodderten Flak-Anhänger mit dem MOC haben wollt, müsst ihr auf der dritten Position in eurer mobilen Kommandozentrale natürlich Lager für persönliches Fahrzeug haben. Ganz, ganz wichtig. Und hier hinten befindet sich ein Faggio. Und ich empfehle es hier in dem Fall nur mit dem Faggio zu machen. Das ist eigentlich voll easy. So, ich erkläre euch das jetzt, wie das geht, und ich hoffe, ihr werdet es schaffen. So, ich laufe jetzt schon mal hier rein, in den MOC hinten rein, und jetzt rechts oben der Part vom Kumpel. Ihr seht es, mein Spieler ist halt hier in seinem eigenen Bunker, auch Farmhouse-Bunker. So, und dann schicke ich halt einfach die Einladung raus, und rechts oben könnt ihr sehen, das muss halt beim Kumpel so sein, so dass er halt den gemoddeten Anhänger hat und natürlich MOC auch gemoddet mit den Bennys Felgen. So, ihr braucht halt auch leider beide Sachen. Wenn ihr tauschen wollt, falls ihr andere Tuning-Sachen hat auf seinen Anhänger und auf seine MOC, könnt ihr halt das Ganze tauschen. So, das war eigentlich schon im Prinzip sein Part. Das ist eigentlich nicht besonders schwer. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier die Aufnahme vom Kumpel auch stoppen. So, also, ihr macht es folgendermaßen. Das ist auch wie bei der Avenger. Wir gehen hier ins Handy rein. Natürlich, nein, das ist die falsche Einladung. Hier mein Hauptaccount, drücken hier drauf, einmal wo es heißt Bunker, hey, komm mal rüber zum Bunker. Selbe Prinzip hier wie bei der Avenger, wir halten die Einladung so bereit, drücken Dreieck, um auf den Faggio zu gehen, und sobald euer Spieler versucht, natürlich den Faggio zu starten, dann nimmt ihr die Einladung an. Das heißt, ich drücke Dreieck, halte wieder permanent die ganze Zeit die Gastaste gedrückt, bis ich im Bunker vom Kumpel eigentlich spawnen sollte, aber es muss vielleicht eher so sein, dass ihr zuerst in eurem Bunker spawnt. Wir werden das Ganze jetzt einfach sehen, was passiert. So, also, ich drücke Dreieck, Gas halte ich jetzt komplett gedrückt. So, und wann startet er? Jetzt. Ich habe schon gehört und gesehen, dass er versucht zu starten. Jetzt halte ich die ganze Zeit die Gastaste gedrückt. Mal schauen, wo ich jetzt in welchem Bunker spawne. Wenn rechts unten die 700.000 Dollar eingeblendet sind, bin ich bei meinem... Ja, das hat nicht funktioniert. Ihr müsst auch dann in der... links unten könnt ihr jetzt zum Beispiel bei mir das nicht, das Logo vom Mechaniker sehen. Das heißt, ich muss nochmal raus, nochmal rein, nochmal probieren. Das heißt, ich habe es vielleicht falsch getimed oder so. So, nochmal eine Einladung rausschicken. So, Handy rausholen, wieder auf die Einladung gehen. So, Dreieck, Gas gedrückt halten. Jetzt schauen wir mal, wann er startet. Jetzt, zack. Angenommen. Ich halte immer noch Gas gedrückt.
So, und voilà, ich habe das, glaube ich, jetzt sogar gehittet, weil jetzt bin ich in meinem Bunker gelandet, ja. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal machen. Weil ich habe das an dem Preis rechts unten gesehen, an dem Geld. So. Nochmal die Einladung vom Kumpel, oder muss ich rausschicken? Zack, okay. Also. Handy raus, das Ganze nochmal. Ihr müsst zuerst vorher in eurem Bunker spawnen mit dem Symbol und dann beim nächsten Mal muss es klappen, dass ihr im Bunker vom Kumpel spawnt. Also Dreieck Gas gedrückt halten und annehmen. Also ich sollte jetzt den Preis von meinem anderen Account oder den Wert vom Bunker von meinem anderen Account sehen mit dem Symbol vom Mechaniker immer noch nicht. So, ich versuche es noch einmal. Zack, Einladung ist hier. Dreieck Gas halten. Ich warte jetzt ein bisschen. Jetzt, ich habe noch so ein bisschen gehört, wie der Faggio angegangen ist. Richtig, der Sound vom Faggio. So, komm schon. Nein, der hat es nicht übernommen. Noch ein Versuch. So, okay. Ich sehe, ich habe es jetzt gehittet nach, das waren, ich weiß nicht, 2, 3 Versuche. Das heißt, ja, jetzt sehe ich, dass ich jetzt wirklich im Bunker von meinem anderen Account gespawnt bin. Ja, ich habe auch jetzt eine Zeit lang nicht geredet. Ich habe es einfach weiter probiert. Und ich glaube, das war jetzt das 3. Mal oder 4. Mal, dass ich das jetzt dann gehittet habe. Das heißt, ihr müsst es, ihr spawnt zuerst in eurem Bunker. Ihr werdet es sehen. Ich habe es an den Wert, unten in dem Wert, an den Zahlen erkannt. Wenn ihr dann merkt, hoi, okay, jetzt bin ich aber, ich war jetzt ein paar Mal wieder trotzdem in meinem Bunker gespawnt und auf einmal bin ich hier gespawnt in dem Bunker von meinem anderen Account. So muss es sein. Ihr seht es eigentlich, ist es hier offensichtlich. Ihr müsst so viel Versuche halt machen, bis ihr auf einmal dann, hoi, ich bin im Kumpel seinem Bunker. Aha, alles klar. Ich habe jetzt hier auch nicht mehr die weiße Avenger, sondern die goldene von meinem anderen Account. Da drüben steht da. Ist eigentlich nicht so schwer zum Verstehen, da hinten ist er. Das heißt, jetzt kann ich hier zum Mechaniker, das Symbol ist auch wirklich da, aber der Wert ist halt von meinem Bunker. Mein Hauptaccount hat einen Wert vom Bunker von 700.000, sehe ich im anderen Bildschirm. So, ja, ich kann das, das habt ihr eigentlich schon im vorherigen Bild gesehen. So, wir drücken D-Pad nach rechts für den Mechaniker, wir müssen irgendwas an der Zugmaschine umbauen, machen wir halt irgendwas hier, keine Ahnung, an der Lackierung oder irgendwas, einfach ändern, zack, zack, dann ändere ich noch was an dem Anhänger, Lackierung mache ich auch irgendwas ändern, einfach hier, zack, zack, und jetzt geht ihr kreis zurück und dann müsst ihr hier auf Flak-Anhänger modifizieren. Drauf gedrückt, kickt es euch raus wie beim letzten Mal. Dann geht ihr einfach nur noch raus. Ja, der Glitch ist ein bisschen, vielleicht klingt er kompliziert, ist er aber gar nicht. Ja, ich habe es eigentlich auch als sehr kompliziert mir das Ganze vorgestellt, aber ich habe es jetzt komischerweise bei der Aufnahme gleich dann eigentlich gehittet. So. Wenn ihr dann draußen seid, Interaktionsmenü und dann fordert ihr mobile Kommandozentrale. Wo war das? Flak-Anhänger. Wo ist hier der Flak-Anhänger? Fahrzeuge, Flak-Anhänger anfordern. Wenn ihr den hier anfordert, dann sollte es eigentlich so komisch rumbuggen. Schauen wir mal, was hier bei mir passiert jetzt. Ja, jetzt fängt es an rumzubuggen. Ich merke schon richtig wie beim alten Merch. Und dann solltet ihr ihn kurz sehen, da war er schon kurz gespawnt. Wo ist der Dreck?
Daher versucht er schon zu spawnen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dann wartet, bis dann auch der Mechaniker anruft. Ihr seht, das ganze Bild ist voll verwackelt. Ah, der Wagen wollte hier schon spawnen. Ja, da hinten, da ist er schon hinter mir. Da ist er. Okay, also jetzt ist der Flak-Anhänger da. Das heißt, ihr könnt noch auch sehr gerne irgendwas an den Klamotten ändern. Und dann geht ihr einfach nur in eine neue Sitzung und dort fordert ihr ihn halt nochmal an. Von mir aus auch nochmal die mobile Kommandozentrale. Ihr könnt dann noch sehr gerne irgendwas an der ändern, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr erst den Flak-Anhänger durch einen Neustart komplett dann verwenden. So, wir machen das Ganze jetzt einfach auch hier noch. Neue Sitzung finden. Ich lande dann eh im Bunker. So, ich sehe es auch schon. Hier ist der goldene. Also das Ganze hat funktioniert. War jetzt nicht besonders schwer. Und ja, ich hoffe, ihr habt eigentlich diesen Glitch jetzt hier, denke ich mal. Ich denke schon, dass das eigentlich verständlich war. Falls ihr Hilfe braucht, schreibt euch gegenseitig unten in den Kommentaren, helft euch gegenseitig aus. Ich habe leider nicht so viel Zeit, deswegen wäre es echt krass, wenn ihr euch, ich weiß, viele schreiben, ja, es hilft keiner und so, das wäre schon von euch kollegial, sage ich mal, wenn ihr euch gegenseitig in den Kommentaren aushelfen könnt, wer halt Bock auf sowas hat. Ich denke, das war's auch hier mit diesem Video, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir mal ein Like da und natürlich hören wir uns mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace!